meinte, das ist die Lösung. Ein Geist. Wie nett. Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihn seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Ach komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Ach, irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mm-mm. Mann, du bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Ja, nein. Vielleicht lügen wir. Doch, ja. Aha, super. Dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht. Aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte, ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. Also, sie ist dafür verantwortlich. Ich mache gleich eine Aufnahmepause, glaube ich. Also, sie macht, muss also Stoffhasen schrecken, damit sie eine Welt. Was hast du da? Ich zeig's. Oh, du benutzt. Pimmelig. Ich muss irgendwie das jetzt nochmal sagen, was eigentlich total doof ist. Wir haben das Geisterkostüm noch. Wir brauchen noch Gelb. So, was müssen wir denn nochmal? Die Pizza belegen? Irgendwie müssen wir noch. Irgendwas für den Bienenmann? Ich gehe mal kurz nochmal ins Spielzimmer. Ich bin total bescheuert, durch hier rumzulaufen. Zum Rollenspiel. Was haben wir denn hier noch so? Ist das Duftkerze? Ach so, au. Hallo Lil, du willst doch. Ach, die Klappe. Ich hab's vergessen, okay? Darf man nicht mal was vergessen? Super. Die Kerze roch wunderbar nach Honig und Blumenfeldern. Zumindest vermutete Lilly das. Die Blumen im Kloster hatten immer nach Insektiziden gerochen. Lilly hatte trotzdem gerne an ihnen geschnüffelt. Also das könnten wir vielleicht dem Bienenmann geben. Juhu, wir kommen voran, yay! Dann bekommen wir das vielleicht. Vielleicht gibt uns dann das Ding. Vielleicht gibt er uns dann seinen Schal und dann, ja, haben wir das Pissoir fertig. Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion, aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Mhm. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus Freiheit. Baba Bienenmann. Ich kann nur sagen, ui. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Alter! Das kannst du doch nicht machen! Naja, vielleicht. Naja, er muss auch nach unten. Ich meine, da unten sind halt die Blumen. Das Spiel überlebe ich langsam nicht mehr. Jetzt haben wir das letzte Pissoir und dann können wir die Pizza vielleicht mal belegen. Dann können wir das Rollenspiel machen und dann, ja.
müssen nur noch zwei machen, gell? Also. Was hast du denn? Das. Aber nimm mich ruhig, Pimmel. Das muss aber auch sein. Was hast du da? Zeig. Ja. Oh, du benutzt. Ja, ich dachte, jetzt benutze ich auf dich. So, dann gucke ich mir mein Büchlein und speichere es erstes Mal. Speicherstände. Speicher. So, weiterspielen. So, was haben wir denn hier? Oh, also, Adrian möchte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Wer möchte Blaubeeren? Der Peter möchte Blaubeeren. Und Peter hat eine rot-grüne Schwäche, Adrian eine rot-gelb. Also müssen die Blaubeeren gelb. Was sagte man dazu? Gelbe Blaubeeren. Wer macht, also, Adrian möchte Tomaten. Aber dann hat er noch, obwohl, doch, ja. Aber, also Tomaten mag Adrian, aber Petra möchte keine. Und Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Dann müssen wir es in grün machen. Was? Die Tomaten in grün. Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Die Petra mag Brokkoli, aber Trockenbecher möchte keine. Trockenbecher hat eine grün-blaue. Petra eine gelbe. Da müssen wir Brokkoli blau machen. Was sagte man dazu? Blauer Brokkoli? Trockenbecher mag Bananen, aber Peter nicht. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Also müssen wir die Banane rot färben, oder? Ja, rot. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Dann mal die Pizza öffnen. Einmal Spermies Pizza Margarita. Ja, ich könnte mir so geben. Rote Bananen. Gelbe Blaubeeren. Blauer Brokkoli. Und jetzt, grüne Tomaten. So, alle grinsen. Also müsste es so sein. Gut. Dann speichere ich nochmal, wenn ich in den Raum bin. Und dann mache ich eine Aufnahmepause und werden wir in der nächsten Runde das Rollenspiel beginnen. So, hallo Leute, und jetzt werde ich das. Ich habe zu den 4 Grad Hallo gesagt, nicht zu euch nochmal. Ich hätte gedacht, dass ich gerade eine Aufnahme gestoppt gemacht habe und so. Speichern. Überschreiten. So. Ja, dann beende ich mal kurz die Aufnahme und ja, danke fürs Zuhören. Schreibt Kommentare. Ihr könnt mich abonnieren, das würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch schon noch für die 15, vielleicht ist es auch jetzt 16, aber ich das denke jetzt nicht. Und bei 20 werde ich ein cooles Abo-Special machen. Ich habe auch eine kleine Idee. Aber ja, unterstützt mich ein bisschen und ja, danke fürs Zugucken und ciao. Nächstes Mal werden wir es vielleicht durchspielen. Ciao.